Hallo, dieses Video ist das erste in einer neuen Serie, in der es um Datenbanken mit Access geht. In dieser Serie starte ich von null auf, also das heißt, man braucht keine Kenntnisse in Access haben. Hilfreich wäre, wenn man ein bisschen Kenntnisse hat in Excel, aber es ist nicht dringend erforderlich. Und wir fangen von null und werden am Ende der Serie ist mein Ziel, dass wir dann in der Lage sind, anspruchsvolle Datenbanken mit Access entwickeln zu können. Und diese Serie werde ich dann, ich werde auf jeden Fall ein Video pro Woche erstellen. Außer natürlich in der Zeit Weihnachten, Neujahr, werde ich da wahrscheinlich kein Video erstellen. Kann ich nicht versprechen. Ich werde auch versuchen, vielleicht zwei Videos pro Woche zu erstellen und online zu setzen. Aber auf jeden Fall ein Video pro Woche. Und die Serie wird sich lange hinausziehen, weil es gibt viel Thematik, die ich da zeigen will und diskutieren will. Und in dieser Serie kann man auch dann sehen, okay, wozu ist Access fähig? Wo ist Access nicht die beste Lösung? Wo man zum Beispiel vielleicht mit Excel das besser machen kann? Oder auch mit anderen Programmen? Was gibt es für andere Programme? Und was, ja, das ist ungefähr so die Sache, dass man dann, dass dann quasi am Ende der Serie kann man erstens eine anspruchsvolle Datenbank erstellen mit Access und zweitens weiß man, wann man Access nimmt und wann man nicht Access nimmt. Das ist auch eine wichtige Sache, die man dann am Ende der Serie dann auch, oder man ist dann in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen. So, dann fange ich mal an. Fangen wir mal erstmal an, was ist Access? Access, ich gehe mal, guck mal hier ein bisschen was schreiben. Also Access ist eine Datenbank. Ich schreibe mal hier so ein Datenbankprogramm. Nennt man eigentlich DBMS, das heißt Datenbank Management System oder Database Management System. Es gibt viele solche Systeme. Eins von denen ist Access. Access wird von der Firma Microsoft gemacht. Es ist Teil vom Office-Paket, vom Office Pro ist oder Professional, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, vom Office Pro, weil das normale Office-Paket hat dann nicht Access, es hat nur Excel, Word und PowerPoint und andere kleinere Programme. Und das Professional-Paket hat dann Access und ich weiß nicht, vielleicht auch Microsoft-Projekt und andere Programme. Und das ist dann das Office, also das Office Professional, wenn ich mich nicht täusche, oder Pro, kann mich dann nicht mehr erinnern. Und das ist also Access ist so ein Programm, ein von den zahlreichen Database Management Systeme. Und das ist so, Access ist so im unteren Niveau, also so, wo man quasi als normaler Anwender kann man eine Access-Datenbank erstellen und sie auch entwickeln. Allerdings ist anders als Excel oder Word. Bei Word und Excel ist man so, dass man ein normaler Anwender ist. Man setzt seine Daten rein oder man schreibt seine eigenen Briefe, speichert die, druckt sie aus und was immer. Bei Access ist es so, man ist als normaler Anwender auch da, aber viel Arbeit ist so quasi schon Arbeit eines Entwicklers, also eines Programmierers, weil viel Access-Arbeit ist schon an der Grenze zum richtigen Programmieren. Eigentlich ist schon viel Programmieren, weil Access hat so eine eigene, oder die ganzen Office-Programme haben so eine eigene Programmiersprache, die heißt VBA. Und da kann man schon viel mit Access oder auch mit Excel. Die VBA ist auch in Excel. Zum Beispiel die ganzen Makros in Excel werden auch mit VBA drin. Da kann man schon mit VBA kann man viel in Access bzw. Excel viel machen. Also man ist schon quasi als, sagen wir mal, Halbprogrammierer schon tätig. Andere Programme, so. Und Access ist so im unteren Niveau, das heißt so, das ist so, man erstellt da kleinere bis mittlere Datenbanken, also keine größeren. Also für so ein kleines Unternehmen oder für ein Projekt ist Access die ideale Lösung. Ein kleines Unternehmen kann man damit verwalten, zum Beispiel meine Einkaufsdaten, meine Verkaufsdaten, meine Personalverwaltung etc. kann ich alles mit Access machen, das ist kein Problem. Es gibt ein ähnliches kleines Programm, auch ein kleineres Datenbanksystem, ähnlich wie Access, von der Firma FileMaker gemacht, das heißt FileMaker Pro. Wurde früher von Apple, es wurde dann von uns, ich glaube, es gehört noch Apple, es wurde dann als eigenes Unternehmen von Apple also abgesetzt, also, aber es gehört immer noch Apple. Das sind so kleinere Datenbanken, dann gibt es so mittlere Datenbanken, das ist eins von denen, ist MySQL. Damit werden hauptsächlich so größere Webseiten,
haben dann diese Datenbank im Hintergrund, MySQL oder eine andere, die heißt Postgres oder PostgreSQL. PostgreSQL. Das sind so mittlere Datenbanken. Und dann gibt es natürlich größere Datenbanken, wie bei Oracle und so, das sind dann für große Unternehmen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie die einzelnen Oracle-Produkte heißen. Und das sind dann die größeren Datenbanken. Und unsere Arbeit jetzt in dieser Serie ist dann quasi hier mit Access. Und wenn man Access versteht, wird man auch verstehen, wie die anderen Datenbanken auch arbeiten. Weil die Prinzipien sind eigentlich dieselben. Auch die Theorie dahinter ist auch dieselbe, nur die Handhabung und natürlich der Power und was diese Datenbanken fähig sind, ist dann anders. Aber von der Prinzip her, es ist wie ein, kann man so vergleichen, wie wenn man einen Motor, wenn man den kleinen VW-Motor versteht, wie der funktioniert, versteht man auch, wie so ein Schiffmotor arbeitet. Es ist immer dasselbe, Zylinder und so weiter. Und so ist es auch hier mit dieser Datenbank. Und deswegen mit Access kann man dann schon auch prinzipiell auch verstehen, wie Datenbanken funktionieren, was man alles mit Datenbanken machen kann, sei es mit Access oder auch diese großen Datenbanken hier. Okay, das ist mal jetzt zum Thema Access. Jetzt gehen wir zur nächsten Frage. Was ist denn überhaupt eine Datenbank? Eine Datenbank ist hier, kann man es sehen, eine Datenbank ist eigentlich eine strukturierte Daten. Das ist eigentlich Datenbank. Es ist kein irgend so ein zusammengeschmissener Datenhaufen. Zum Beispiel die Belege, wenn ich jetzt einen Haufen Kassenbelege habe und die alle in eine Schuhschachtel lege, das ist keine Datenbank, weil da ist keine Struktur dahinter. Hier zum Beispiel, das ist jetzt eine strukturierte Datenbank. Da ist Struktur, das heißt, man hat Spalten und man hat Zeilen. Jede Spalte in einer Datenbank nennt man Feld, weil jede dieser Spalten beinhaltet eine gewisse Kategorie von Informationen. Also hier, diese Spalte oder dieses Feld hat dann nur Vornamen. Da sind die ganzen Vornamen drin. Da sind keine Gehälter oder was weiß ich, Telefonnummern oder so, sondern nur die Vornamen. Hier sind nur die Nachnamen, hier sind nur die Firmen. Also jede Spalte oder jedes Feld ist dann eine gewisse Kategorie von Informationen. Und das zweite ist, die Zeilen nennt man Satz oder Datensatz. Jeder Datensatz oder jede Zeile ist ein unabhängiger Gegenstand. Ja, also alles, was hier drin steht mit diesem Ralf Schmidt, hat nichts mit dem Bruno Grau oder mit der Isabella Schwarz zu tun. Ja? Also jeder Datensatz ist ein unabhängiger Gegenstand. Deswegen, wenn man sagt, meine Datenbank hat 2000 Datensätze, also ich habe 2000 Gegenstände da drin. Und es muss ja auch nicht sein, dass jeder Datensatz alles füllt. Also es kann sein, dass ich jetzt, ja, ich kenne einen Ralf und er schafft bei dieser Firma, bla bla bla, aber ich weiß nicht seinen Nachnamen, dann bleibt das leer. Aber trotzdem ist das ein kompletter Datensatz. Okay? So, jetzt, wenn wir jetzt in Access gehen, und das, was ich jetzt hier erkläre, gilt auch für die meisten Datenbanken. Access hat so vier Hauptteile, vier Hauptkomponenten. Und diese sind, so, Access, wie gesagt, hat so vier Hauptteile. Und der erste Teil, der Hauptteil, sind die Tabellen. Das tue ich mal hier so eine Skizze machen. Also hier die Tabellen. Das ist die Grundlage aller Datenbanken. Okay, das ist jetzt hier eine Tabelle. Und wenn man jetzt die Datenbank mit so einem Lebewesen oder mit einem Mensch vergleicht, sind die Tabellen wie die Knochen in unser Körper. Die halten die ganze Struktur zusammen. Und hier sieht man auch warum, weil die Tabellen geben der Datenbank die erforderliche Struktur. Sie haben die einzelnen Spalten bzw. Felder und die einzelnen Zeilen bzw. Datensätze. Ja, deswegen die Tabellen sind die Grundlage jeder oder die meisten Datenbanken. Okay? Und das sind so wie die Knochen in unser Körper. So, und alle in Access sind alle Daten in den Tabellen gespeichert. Also jeder Datensatz, alle Daten sind in Tabellen gespeichert. So, dann kommt die zweite Schicht über die Tabellen und das sind die, ich tue es mal hier gerade so skizzieren. Und das sind die Abfragen. Okay, hier schreibe ich noch Tabellen ganz kurz. Okay.
Und die Abfragen sind dann, man will ja nicht immer alle Daten auf einmal sehen in einer Datenbank. Zum Beispiel heute will ich die Leute sehen, die zum Beispiel ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Morgen will ich die Leute sehen, die nur einen Artikel bei mir gekauft haben, weil denen will ich jetzt einen Brief schicken, damit sie was anderes kaufen. Übermorgen will ich dann andere Leute sehen, die zum Beispiel keine Auftragsbestätigung oder keine Bestellung geschickt haben und so weiter. Ja, also das heißt, man hat zwar alle Daten in der Datenbank, aber man will nie alle Daten sehen. Das heißt, man will immer gewisse Daten, bei jedem Arbeitsvorgang will man immer gewisse Daten sehen. Wer hat nicht bezahlt, wer hat nicht bestellt oder wer hat keine Bestätigung geschickt oder und so weiter. Und dafür sind Abfragen da. Abfragen filtern die Daten. Ich sage es mal hier an einem Beispiel. Also zum Beispiel, das ist jetzt der Inhalt der Tabelle. Ja, das sind alle Daten hier von dieser Datenbank. Jetzt nehmen wir mal eine Abfrage. Ich gehe mal zu Abfragen und hier sind Abfragen. Zum Beispiel von denselben Daten habe ich hier jetzt nur der Vorname und Name. Ja, das sind dieselben Leute wie hier. Hier ist alles da mit Geschäftsstelle und mit Firma, Geschäftsstelle und so weiter, Telefon. Hier, das ist jetzt eine Abfrage und das sind nur die Vor- und Nachnamen dieser Daten. Und das ist hier wichtig zu verstehen, gehe ich mal wieder zur Skizze, dass die Daten sind immer noch in der Tabelle gespeichert. Die Abfrage, die Abfragen ziehen die Daten aus der Tabelle. Ja, also das heißt, die Abfragen selber beinhalten keine Daten, sondern sie holen die Daten aus der Tabelle. Die Tabellen beinhalten die Daten und nur die Tabellen beinhalten die Daten. Die Abfrage zeigt dann die Daten, die man sehen will. Ja, zum Beispiel hier, gehe ich mal wieder zurück zu meinem Access-Beispiel. Hier sieht man, ich will hier in dem Fall sehe ich nur die Vor- und Nachnamen. Alles andere interessiert mich nicht. Eine zweite Abfrage wäre die hier zum Beispiel. Die hat nur die Nachnamen und die Telefonnummern. Wir reden immer noch von dieselben Daten in der Datenbank, von denen hier. Und die sind immer noch in der Tabelle. Diese Abfrage, was die speichert, ist nur das Modell, sie speichert nur, wie soll man sagen, die Struktur, die man sehen will. Die Daten sind immer noch in der Tabelle. Das ist ein wichtiges Konzept zu verstehen. Okay? So, hier ist eine weitere Abfrage. Jetzt diese Abfrage zeigt nicht alle Leute, sondern nur die Leute, die im Titel oder in ihrer Stelle Leiter haben. Ja? Da sieht man, hier haben wir 5 Leute, hier sind es nur 4 Leute. Okay? Warum? Weil einer von denen ist kein Leiter. Okay? So, und hier zum Beispiel die letzte Abfrage. Hier sieht man nur die Firmen, die AG sind. Hier sind alle Firmen. Sind GmbHs, KG und AGs. Und hier sind nur die 2 AGs in meiner Datenbank. Da sieht man, wozu Abfragen da sind. Sie filtern und begrenzen die Daten auf das, was ich sehen will. Okay? Aber wie gesagt, alle Daten sind immer noch in der Tabelle gespeichert. Und natürlich eine Abfrage kann auch Inhalte von mehreren Tabellen zeigen, nicht nur eine. Ja, das werden wir dann in Zukunft dann sehen. So, da haben wir die zweite Komponente, wie gesagt, sind die Abfragen. Jetzt kommen wir zur dritten Komponente. Und das sind die Formulare. Das kommt dann hier. Machen wir hier einen Abschnitt, Formulare. Also, wenn wir zurück zum Körper gehen, Knochen sind die Tabellen, ich kann jetzt keine richtigen Muskeln, aber die Abfragen sind so quasi wie die Muskeln bei einem Körper. Okay, und jetzt kommen wir zur Formulare. Ups, ich tue es mal ein bisschen verbessern. Jetzt kommen wir zur Formulare. Und Formulare sind quasi wie die Haut. Ja, ich schreibe es mal gerade hier. Formulare. Und Formulare sind wie die Haut auf dem Körper. Okay, und Formulare. Es ist so, wenn man jetzt so das hier in einem Beispiel wieder sieht, man sieht hier Abfragen, Tabellen. Die Inhalte sind erstens nicht sehr attraktiv und zweitens nicht sehr benutzerfreundlich. Deswegen Formulare zeigen dieselben Inhalte allerdings viel freundlicher strukturiert. Zum Beispiel jetzt, hier ist die Abfrage AG, so sieht die aus. Hier wäre dann das Formular AG. Ja, man sieht das dann viel besser. Man kann hier auch natürlich viel mehr hat man hier viel mehr Gestaltungsraum. Also man kann auch das Feld zum Beispiel hier runtersetzen, nebendran die Farben anders machen. In Tabellen kann ich gar nichts machen. Ich kann farblich nichts ändern. Hier kann ich viel ändern. Hier ist zum Beispiel ein zweiteres Formular. Das bezieht sich auf diese Abfrage.
die Leiter, das ist die Abfrage und hier ist das Formular. Auch wieder hier sieht es wesentlich attraktiver aus. Ich habe jetzt keine Farben gemacht und so weiter, aber kann man sich vorstellen, da habe ich hier viel mehr Spielraum, da kann ich hier viel mehr machen. Und zweitens, wozu man Formulare braucht, auch in richtigen Datenbanken hat man meistens hier Knöpfe, dass man sagt, zack, dann passiert das, ich klicke da, dann passiert das. In Tabellen oder Abfragen kann ich keine Knöpfe reinsetzen. Daher sind Formulare so die sind gedacht, dass sie, das ist so eine Art Benutzeroberfläche, allerdings nur für den Bildschirm. Also wenn ich jetzt hier von dem Bildschirm, wenn ich meine Datenbank auf dem Bildschirm bearbeiten will oder mit meinen Daten arbeiten will, ist Formular ideal, weil es gibt mir die Knöpfe, da klicke ich hier einen Knopf, komme ich zu diesen Details oder kann das machen oder etc. Das kann ich in Tabellenabfragen gar nicht machen. Ja, deswegen, wenn man hier geht zu unserem Beispiel, hier draußen ist der Anwender und der Anwender kommuniziert mit der Datenbank nur, also wenn ich jetzt eine Datenbank mache für gewisse Leute und diese gewisse Leute kennen sich überhaupt nicht aus mit Access, aber die wollen mit dieser Datenbank arbeiten, die sind hier als Anwender und ich schreibe es mal vielleicht besser, die sind hier als Anwender, das ist jetzt der Anwender. Und dieser Anwender kommuniziert nur mit dieser Datenbank über diese Formulare. Er hat keine Ahnung, was eine Abfrage ist. Er weiß nicht mal, was Tabellen sind. Er weiß nicht mal, dass diese Sachen existieren. Alles, was er weiß, er kommuniziert nur über die Formulare, arbeitet, springt von einem Formular ins andere, drückt auf die Knöpfe etc. Ja? Also deswegen sind Formulare die Bedieneroberfläche von der Datenbank. Und ein Anwender kommt nicht durch die Formulare durch. Er sieht nicht den internen Blick, er sieht nicht, was dahinter steckt. Ein Entwickler auf die andere Seite oder der Entwickler der Datenbank, der sieht nicht nur das da, sondern er kann richtig tief reinschauen und kann alles ändern. Ja, das ist der Unterschied zwischen Anwender und Entwickler. Der Entwickler kommt überall rein, er macht das, erstellt das und verpackt das auch, aber der Anwender selbst sieht nur das Ganze von der Verpackung draußen. Sieht das nur von da draußen an, von der Verpackung und kann gar nichts ändern daran. Er kann nur und deswegen die Formulare sind eine Benutzeroberfläche oder dienen als Benutzeroberfläche, wo der Anwender dann arbeiten kann. Das ist zum Beispiel hier ein typisches Formular. Da hätte dann der Anwender hier auch noch Knöpfe, mit denen er zum Beispiel, wenn er hier klickt, kommt er dann in dieses Formular. Wenn er hier klickt, kommt er wieder zurück. Oder auf einen anderen Knopf klickt er, dann kriegt er gewisse Daten, die er sucht und so weiter. Ja, und das ist dann, dafür sind Formulare da. Die sind eine Benutzeroberfläche für den Bildschirm. Es gibt eine andere Art von Benutzeroberfläche bei Access und das ist jetzt der vierte Teil. Und das sind Berichte. Und die sind ähnlich wie Formulare, eigentlich vom Prinzip her identisch wie Formulare. Ich schreibe es gerade hier. Machen wir hier ein kleines Pfeilchen. Berichte. Und Berichte sind, wie gesagt, ähnlich wie Formulare. Sie sind auch eine Art Benutzeroberfläche. Formulare sind für den Bildschirm, wie wir hier gesehen haben. Und Formulare kriegen dann so Knöpfe und so weiter. Also sind ideal vom Bildschirm. Berichte auf der anderen Seite sind für den Druck. Also hier zeigt man ein Beispiel von einem Bericht. Das ist jetzt ein Bericht. Also das heißt, hier in Berichte haben offensichtlich keine Knöpfe oder sowas. Die sind auch nicht gedacht, dass man mit denen am Bildschirm arbeitet. Aber Berichte sind dafür gedacht, dass man die druckt bzw. ja als PDF rauslässt. Ja? Und deswegen sind Berichte da. Das sind also eine zweite Art von Bedieneroberfläche, allerdings für den Drucker bzw. Für PDFs. Okay, hier ist mal ein Ding. Und das ist hier zum Beispiel das zweite Bericht. Hier, das ist, also da sieht man hier der Vergleich. Hier ist das Formularleiter. Hier, ich könnte locker neue Leiter eingeben. Neue Leute eingeben, während hier, das ist jetzt ein Bericht, da kann ich hier nichts machen, ja, das ist ein Bericht, den drucke ich einfach raus und dann ist die Sache erledigt, okay, und deswegen hier eine richtige Datenbank, zum Beispiel, die habe ich meine Leiter, dann hätte ich hier einen Knopf, auf den klicke ich und dann wird dieser Bericht automatisch gedruckt, ja, und das ist, so funktionieren richtige Datenbanken, okay, so, das ist jetzt die vierte Komponente von der Datenbank. Das sind jetzt diese physischen Komponenten, die wir erstellen und so weiter. Und dann gibt es noch eine fünfte Komponente. Ich tue mal hier gerade, gehen wir zurück zu unserem Körper. Also quasi Berichte sind so auch wieder, kann man so vergleichen mit Haut oder Haare. So. Also es ist auch wieder ein äußerer Bereich von der Datenbank, das man auch von außen sieht. Und der Anwender, natürlich, wie gesagt, der arbeitet mit
diesen zwei Benutzeroberflächen, also Formulare und Berichte. Das ist alles, was der, ein typischer Anwender von der Datenbank, sieht. So, und auch eine typische Datenbank, die jeder von uns kennt, ist Google zum Beispiel. Mit Google, wir arbeiten nur mit Google, wenn wir jetzt die Google-Suchmaschine benutzen. Die Suchmaschine ist eigentlich eine Datenbank. Und alles, was wir sehen von dieser Datenbank, ist dieses Suchfeld, wo wir unser Begriff eingeben und den Knopf. Mehr sehen wir nicht. Und das ist in dem Fall unser Formular. Und die Datenbank, die Abfragen, die da hinten oder alles, was dahinter passiert, keine Ahnung, wissen wir gar nicht. Interessiert uns auch nicht als Anwender. Unsere Arbeit ist nur mit diesem Formular, mit diesem Suchfeld und Knopf. Das ist alles, was das ist, das Formular von Google. Okay, so jetzt kommt die fünfte Komponente und das ist dann, die fünfte Komponente ist wie das Gehirn von dem ganzen Körper. Ich hoffentlich male ich ein Gehirn richtig, so geschnackselt, so. Ja, und das Gehirn bei einer Datenbank ist die Automation. Die Automation. Das heißt, jeder Knopf, den ich erstelle, und unter Automation schreibe ich mal kurz, sind Makros und VBA-Code. Die Automation ist, was die ganze Datenbank oder die Arbeit mit der Datenbank erleichtert. Unter Automation sind dann zum Beispiel jeder Knopf, den ich an der Datenbank mache, der muss ja hinter sich ein gewisses Programm haben, das ausgeführt wird, sobald ich den Knopf drücke. Es gibt auch gewisse Arbeiten, die die Datenbank automatisch machen muss. Zum Beispiel, nehmen wir an, ich will, dass die Datenbank die Daten jede Stunde sichert. Da muss ich ein Programm erstellen, das automatisch jede Stunde läuft, um die Datenbank zu sichern, um die Daten zu sichern. Und diese Automation ist dann quasi wie das Gehirn, das Ganze. Und in Access gibt es zwei Arten von Automation. Makros, das sind so quasi kleine Programme, Mini-Programme, die man bausteinartig erstellt, wie mit Bausteinen. Man holt den Baustein und dann den Baustein und dann den Baustein und schon hat man ein fertiges Programm. Und dann gibt es natürlich die Power-Methode und das ist, man erstellt seine eigene Mini- oder auch Nicht-Mini-Programme mit der Sprache VBA, ähnlich wie die Makros in Excel. Ja? Und da kann man dann vieles mit VBA machen und somit kann man seine Datenbank auf wesentlich ergänzen und auch das Power, die Power der Datenbank wesentlich erhöhen. So, und das sind ungefähr die ganzen Teile einer Datenbank und wir werden jetzt, das ist jetzt also quasi die Theorie hinter Access, und wir werden jetzt in dem nächsten Video, werden wir dann eine Datenbank, unsere erste Datenbank erstellen. Und da fangen wir mit einer Tabelle an, dann bauen wir Abfragen, dann bauen wir Formulare und dann bauen wir Berichte. Und dann machen wir dann, vielleicht nicht im nächsten Video, aber dann im übernächsten Video, werden wir dann diese Datenbank auch, geben wir mal eine gewisse Automation, werden wir dann Knöpfe erstellen und Makros dahinter, werden wir jetzt nicht mit VBA machen, sondern Makros. Und schon haben wir eine erste, sei es simple, aber erste Datenbank, die all diese Komponenten hat.